Man hat gerade echt versucht, hier durchzubrechen, durch die Absperrung der Polizei. Das Gedenken schwindet, dann verschwindet die Geschichte. Schönen guten Tag, wir sind immer noch in Dresden. Hinter mir befindet sich die Gedenkstätte der zivilen Opfertoten hier in Dresden, wo bis eben noch Menschen ihre Kerzen niedergelegt haben, wie man auch sehen kann. Hat man sich hier schon Mühe gegeben, einen würdigen Abschied zu schaffen. Auch der Spruch, den man vor wenigen Tagen weggeflext hat, ist wieder vorhanden. Man hat ihn jetzt mit einem, ein Stück Papierstoff darauf befestigt, damit man noch weiß, was da früher mal stand. Ja, auf der anderen Seite, dort hinten, sieht man den Gegenprotest. Ja, man spielt hier schon die ganze Zeit Musik und pfeift. Ja, jeder, der hier eben vorbeikommt, um wie diese gute Frau kurz einen Kranz niederzulegen, schafft das halt nicht in Ruhe. Ja, so gedenkt man hier der Menschen. In ein paar Minuten beginnt hier noch eine Demo. Ich bin verdummt, aber man sieht mich ähnlich bei den ganzen Menschen, die hier vor mir stehen. Schönen guten Tag. Können Sie mir kurz Ihre Eindrücke schildern hier? Der erste Eindruck, wenn man sich hier nähert, diesem Gedenken, ist eine Opferverhöhnung, die ist vom Staat organisiert. Sonst würde diese Opferverhöhnung nicht stattfinden. Können Sie vielleicht Beispiele dafür geben, wie werden hier die Opfer verhöhnt? Dieses Benehmen und dass wir Nazis sind, wir werden doch beschimpft als Faschisten. Ich bin hier mit meiner Mutter, als ich 4 Jahre alt war. Da war alles voll Trümmer hier noch. Die Straßenbahn ist nur streckenweise gefahren. An der Hand gewesen. Meine Mutter hat die Bombennacht überstanden, weil sie Stück am Stadtrand gewohnt hat. Die hat das erklärt und erzählt. Und ab 4 Jahren hat man Erinnerungen streckenweise und die ist mir nicht aus dem Kopf gegangen. Was hier von meine Mutter war damals 12 Jahre, die musste über die Leichen steigen, weil sie Familienangehörige gesucht haben. Wenn die das erleben müsste, weiß nicht, was die da, ob die das verkraften könnte. Wenn Sie die Möglichkeit hätten, mit den Demonstranten da drüben zu sprechen, denen was mitzuteilen, was würden Sie denen denn ganz gern sagen? Das hat keinen Zweck, das hören Sie selber. Die bleiben blöde. Okay. Eine Demokratie lebt ja vom Dialog. Solange wie wir miteinander reden, schlagen wir wenigstens nicht aufeinander ein. Die würden uns nur beleidigen und beschimpfen. Die sind geistig verloren. Stellen uns einfach in eine Reihe, halten Händchen und erinnern an die Zerstörung einer Täterstadt, von der aus nationalsozialistische Gräueltaten begangen und koordiniert wurden. Dann denken wir das Ganze gemeinsam wachsam und ignorieren, dass tausende Nazis durch die Stadt ziehen und sich versammeln, um ihr Narrativ vom Opfermythos zu propagandieren. Wo ist die Menschenkette am Tag der Befreiung der KZ-Insassen? Und wo ist die Menschenkette am Holocaust-Gedenktag? Ja, man hört es, man möchte das Gedenken an die Opfer, den zivilen Opfer der Bombardierung Dresdens am liebsten abschaffen. Ja, man soll den richtigen Opfern gedenken. Ja, das sind wahrscheinlich die Juden gemeint, die Holocaust-Toten. Ja, auch denen muss natürlich gedacht werden, aber man sollte doch jeden Toten gedenken. Und das gilt auch für die etablierten Parteien. Wir müssen uns solidarisch mit all jenen zeigen, die von rechter Hetze betroffen sind und dafür sorgen, dass sich Faschistinnen wieder unwohl fühlen müssen. Wo auch immer rechte Hetze aufmarschieren, müssen wir uns entgegenstellen und ganz klar aufzeigen, dass wir aus der Geschichte gelernt haben und dass wir es nicht zulassen werden, dass Rechtsextremismus wieder salonfähig wird. Und lasst uns klar und deutlich kommunizieren, dass wir die Brandmauer sind und dass wir nicht dabei zusehen werden, wie der Faschismus wieder zurückkommt. Alerta, Dankeschön. Eine organisatorische Ansage. Leute, verteilt euch auf der gesamten Versammlungsfläche, geht auch bis an die Gitter vor. Der Lauti dürfte laut genug sein. Nutzt die Fläche, nutzt die Gitter, nutzt alles, nutzt jeden, wie ihr denn kommen könnt. Geht vor, macht Platz. Erstmal schönen guten Tag. Ja. Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie das hier sehen alles? Wenn ich das hier sehe, bin ich hochtraurig. Sehr traurig. Ich kenne mich aus mit der Geschichte, mit der ganzen Sache, weil ich viele Jahre Geschäftsführer beim Volksbund Deutsche Kriegsgräber war. Ich habe also meinen Rechner
mehrere 10.000 Datensätze von Dresdner Bomben. Kommen in den letzten Monaten immer weiter. Eben gerade war ja ein Redner dran, der hat gefordert, dass man dieses Gedenken hier für die zivilen Opfer in Dresden einstellt und durch die wahren Opfer des damaligen Regimes ersetzt. Was würden Sie ihm ganz gern mitteilen? Dazu kann ich nicht sagen. Es ist eine Selbstentwürdigung, muss ich nochmal sagen. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Selbstentwürdigung, was würden Sie dazu sagen? Was ist das? Sie wissen doch, was Würde ist. Ich hoffe doch, ja. Ja. Und das ist eine Selbstentwürdigung dieser jungen Leute. Die wissen ja, ob die worum es geht. Die wissen das nicht. Wenn die wüssten, was vor 79 Jahren nach 22.15 Uhr los war. Am Faschingsdienstag übrigens. Die alliierten Bomben haben extra den Faschingsdienstag 1945 ausgewählt. Womöglich viele Leute auf der Straße. Am 11. April dieses Jahres. Da steht, die Engel weinten blutige Tränen, als der Tod vom Himmel kam, Dresden 1945. Und dort sollte eigentlich auch noch eine Kundgebung stattfinden. Schauen wir mal. Wir wollen im Endeffekt nur ein stilles Gedenken abhalten, ohne irgendwelche politischen Hintergründe, komplett distanziert. Deswegen habe ich jetzt gerade nochmal Rücksprache gehalten. Wir wollen keine Schlauchschals hier bei uns haben oder sonst was dergleichen. Wir wollen nie mit anderen auf eine Ebene gestellt werden. Wir wollen wirklich ein würdiges Gedenken an die Bombardierung von 45 für Dresden hier abhalten. Mehr wollen wir nicht. Meinst du, ein ruhiges Gedenken, das wird hier funktionieren? Wir werden alles Vernünftige dafür tun, dass es ruhig ist. Gegenseite, man hört es ja, leider Gottes ist es laut, deswegen mal sehen. Aber grundsätzlich wird es so sein, dass es hoffentlich dementsprechend, ja, zumindest die Botschaften, die wir mitgeben wollen, dass die gehört werden können und dementsprechend sich jeder seine Gedanken darüber machen kann. Wie heißt eure Organisation oder Bewegung? Was seid ihr? Dresden mahnt. Dresden mahnt. Ja. Das findet man bestimmt auch im Internet, ja? Ja, ich denke doch. Also dafür, ja, Leute, die sich da interessieren. Genau. Gut, Dankeschön. Kann. Ja, Dresden mahnt. Ja. Man hat ja extra wahrscheinlich eine Leinwand aufgebaut, die dann Bilder zeigen soll von der Zerstörung damals. Ja, aber ein ruhiges Mahnen wird das hier sehen. Ja, wir sind immer noch in Dresden. Das hier ist die zentrale, ja, was kann man sagen, Mahnstelle, das zentrale Denkmal von der Bombardierung in Dresden. Ja, man versucht hier natürlich noch ein kurzes, ruhiges, stilles Gedenken an die Opfer der Bombardierung von Dresden zu leisten, was natürlich nicht so einfach ist, währenddessen von der Gegendemonstration hier Musik bis rüber geschaltet. Wie ist deine Einschätzung hier? Ja, es ist leider so wie befürchtet. Ne? Ihr seht es ja im Hintergrund, wir versuchen also die Dresdner den Opfern des Bombardements in wörtlicher Art und Weise zu gedenken, was nahezu unmöglich ist, weil eben dieser hasserfüllte, aggressive, lautstarke Gegenprotest dort das Ganze in einen unwörtlichen Rahmen schiebt. Das geht ja heute auch noch eine ganze Zeit lang. Wann die Bomben fielen? 21 Uhr? 21.45 Uhr war der Bombenalarm oder der Luftschutzalarm. Und das Bombardement selber begann dann, glaube ich, 22.37 Uhr, also kurz nach 22 Uhr. Und dann strahlen ja noch alle Glocken, ja? Alle Glocken werden dann nochmal geläutet. Ja, das beginnt, glaube ich, eben schon 21.45 Uhr, als damals eben der Luftalarm auch begonnen hat. Das heißt, wir müssen dann hier von der Kreuzkirche und gegebenenfalls sogar noch von der Frauenkirche das Glockenläuten. Ich bin mal gespannt, ob dann diese Schreihälse da hinten Ruhe geben oder ob sie so wirklich gar keinen, also ich meine, sie haben keinen Anstand, aber vielleicht ist da vielleicht noch ein ganz kleiner Funke, sodass sie während des Glockenläutens zumindest mal ihren Schnabel halten. Dies ist ein Ort der Mahnung, des Erinnerns und Gedenkens. Hier wurden Leichname tausender Opfer der Luftangriffe des 13. und 14. Februar 1945 verbrannt. Damals kehrte
der Schrecken des Krieges von Deutschland aus in alle Welt getragen, auch in unsere Stadt zurück. Die Polizei kommt ja auch nicht gut weg, wenn du es so nimmst. Hier hatte sich gerade einer beschwert, ja, dass man hier ruft, Nazis erschießen. Hat er ja gerade. Ja, ja, und die Polizei sagt nicht zuständig. Ne? Die werden halt für die andere Demo zuständig. Ja, also. Musstet ihr mal vorstellen. Ja, man kann sich vorstellen, dass natürlich das Kerzen niederlegen und das Gedenken an die Opfer hier an der Malmstelle ein bisschen schwerfällt. Man hat gerade echt versucht, hier durchzubrechen, durch die Absperrung der Polizei, um hier ja, den zentralen Trauerpunkt zu erreichen. Ja, also Wahnsinn. Pyrotechnik wird auch gezündet. Ja, die Polizei musste gerade mit einem Massivaufgebot dazwischen gehen. Da haben wir auch noch Pfefferspray und Schlagstöcken aus. Ja, ich weiß nicht, ob man sehen kann, aber die Demonstranten sind auch vom Mund hier von Seiten der Antifa. Der Mensch ist direkt neben dem Fahrerhaus. Ich werde jetzt keine fröhliche Musik und auch keine bösartige Musik spielen lassen, während es hier so eine Situation gibt. Das ist nicht der Zeitpunkt für Musik, das ist der Zeitpunkt dafür, von seinen demokratischen Rechten Gebrauch zu machen. Wir wussten im Vorfeld, wie viele Versammlungsteilnehmer wir haben werden. Wir haben das im Vorfeld so angezeigt, wir haben das im Vorfeld so angemeldet, wir haben Bescheid gesagt, wir haben die Versammlung in Ruhe friedlich angemeldet, wir haben uns zu Kooperationsgesprächen begeben, wir haben mit der Behörde und Polizei zusammengesessen, haben das alles ausgemacht, um allen Menschen einen friedlichen, gesunden und ruhigen Demoablauf zu ermöglichen. Wir machen neben dem Lauti jetzt ein kleines Lager für verletzte Personen aus, das ist absolut unmöglich. Also, alles Gute kommt von oben. So, die Demo für das Gedenken Dresden geht jetzt auch los. Und ja, Demonstranten werden von beiden Seiten gehindert, hier diese Fläche zu durchtreten. Also momentan kann niemand am zentralen Gedenkpunkt einen Kranz oder eine Kerze niederlegen, weil einfach die Polizei es nicht durchlässt aufgrund der wahrscheinlich Gefahrenlage, weil man sicherlich Angst hat, dass doch noch Menschen wieder da durchbrechen könnten. Ja, jetzt wartet man natürlich erstmal, dass sich das hier vielleicht wieder etwas beruhigt. Das ist katastrophal, was hier passiert. Ja. Wir sind zu unserer normalen Gedenkveranstaltung gekommen. Wir gedenken der vielen Toten, die am 13. Februar hier umgekommen sind und haben es gerade so geschafft, durch diese Antifa-Demonstration durchzugehen. Die stellen sich vor einem hin und wollen ihn nicht durchlassen und provokativ. Aber die wissen doch gar nicht, dass sie hier rein wollen, oder?
Na, das, die sind nicht dumm, die sind nur unverschämt. Und die Polizei war so nett und hat uns jetzt hier reingelassen. Vielen Dank. Also fühlen Sie sich ja auch nicht wirklich sicher? Nee. Ich fühle mich, die Polizei ist ja freundlich und die beschützt uns, aber ich fühle mich in dieser Gruppe dort vorne oder auch da drüben einfach nicht mehr sicher. Ich wollte nur den Toten gedenken vom 13. Es ist einfach Wahnsinn. Die Polizei tut mir leid, aber das Ordnungsamt ist eine Katastrophe hier in Dresden. Dankeschön. Ich danke. Es gibt hier sogar eine Sitzblockade, scheinbar, um Menschen, die zu der Demo wollen, fernzuhalten. So, können Sie kurz sagen, was Ihnen hier durch den Kopf geht gerade? Dass ich da hinter mir in dem Sinne geistig Minderbemittelte sehe, die einfach nur vom System indoktriniert sind. Selber denken findet bei denen leider nicht statt. Okay. Und die Polizei ist leider dazu angehalten, das zu gewährleisten. Obwohl die Polizei eigentlich auch gegen diese Idioten wegen Vermummung eigentlich vorgehen müsste, aber die Stadtverwaltung verbietet das. Und so ist die Polizei halt weisungsgebunden. Jugendliche, die keine Ahnung von der Geschichte haben, keine Ahnung, also, wie sagt man, sie sind einfach nur dämlich und doof. Nun ist ja dämlich und doof nicht gerade ein Mistelzweig, um einen Dialog in irgendeiner Form aufzubauen. Ja, schon, ja. Ja, wenn Ihnen jetzt die friedlichsten Worte einfallen würden, die Sie vielleicht ganz gerne an diese Menschen ausrichten würden, was würden Sie denen vielleicht ganz gerne mitteilen? Einfach hinterfragt das, was man euch erzählt. Tut euch mit mehreren Medien beschäftigen und nehmt nicht einfach das an, was ihr vorgesetzt bekommt. Also in kurzen Sätzen, denkt selber statt denken zu lassen. Ja, das ist die Sitzblockade, die hier die Demo-Teilnehmer daran hindern möchte, zu der Demo zu kommen. Ja, wer schweigt, stimmt zu. Lasst Faschisten nicht in Ruhe, so das Motto derjenigen, die hier auf dem Boden sitzen. Das ist übrigens auch der einzige Weg für Menschen, abseits einer Polizeiabsperrung hier auf das Gelände der Demonstration vorzudringen. Ja, man sieht, es ist ein Korridor von vielleicht 1,5 Metern. Für diese Demo, der noch gesichert wird von weiß nicht wie vielen Polizeikräften. Was sagst du dazu, dass du hier noch nicht mal deine Kerze niederlegen darfst? Ja, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist traurig. Ich wollte einfach nur hier rein und wer daran gehindert. Was schätzt du, warum macht das die Polizei? Warum lässt sie die Menschen nicht zu dem zentralen Gedenkplatz durch? Ja, eventuell, weil der Gegenprotest doch etwas aggressiv ist. Ja. Und unberechenbar. Also ich stand daneben, man hat es vielleicht vor 15 Minuten versucht, durch die Absperrung zu brechen von Seiten der Demonstranten. Da gab es eben auch einen Pfeffersprüh-Schlagstock-Einsatz. Okay. Ja, wo war kurz ganz schönes Tumult da und ja, danach haben wir halt hier alles gesperrt, jetzt hier den Weg. Okay. Ja. Traurig, ne? Ja, und seitdem darf man halt niemand mehr durchgelassen. Von der Polizei? Ja, nee, wir kommen ja immer bloß 2, 3 hier rein und die Kerze abzustellen. Ja. Damit es keinen Ärger gibt. Von uns. Okay. Jetzt sind sie krank. Wir hatten schon zu tun, dass wir erstmal hierher gekommen sind. Ja, ja. Denn da vorne stehen ja genau solche Wilden. Und die haben sogar eine Blockade gemacht. Ja, an den Eingang. Ja, da sitzen sie. Aber wir kommen überall durch. Ja, man weiß nicht, wenn nächstes Jahr eine andere Regierung ist, kann es schon besser werden. Könnte es passieren. Wissen wir nicht, ja. Es wird immer erst schlimmer, bevor es besser wird, habe ich gehört. Was? Ja. Es wird immer erst schlimmer, bevor es besser wird. Es muss immer erst das schlimmer ist richtig. Werden. Das ist das. Die Quantität schlägt irgendwie eine neue Qualität. Das ist ja Dialekt. Das geht ja mit dem Schwindel los. In Wirklichkeit geht es ja über 200.000 ums Leben gekommen, nicht 25.000. 25.000 ist eine magische Zahl, das ist nicht als
als Weltkriegsverbrechen zählt oder so. Aber selbst wenn es 25.000 jetzt wären, ist es immer noch ein Verbrechen. Ja, das waren mal keine 25.000, das waren über 200.000. Manche schätzen bis 400.000. War ja eine halbe Million Flüchtlinge in der Stadt. War ja alles toll, die hatten ja... Ja, mein Opa hat mir so erzählt. Ja, die Gedenkdemo versucht eigentlich auch eher für ein ruhiges Gedenken zu stehen. So meinte mir das von zumindest einer der Mitorganisatoren, meine ich. Deswegen ist es halt vermutlich still, was natürlich dadurch ein bisschen an Absurdum geführt wird, dass überall drumherum Boxen und laute Parolen zu hören sind. Aber ich glaube, so ist es zumindest gedacht. Konnten Sie hier gerade in Ruhe gedenken? Eigentlich nicht. Ich komme mir vor wie so ein, ja, man strandiert hier gegen Nazis und sonst was. Und, ja, und ich will einfach nur meinen verstorbenen Leuten, die damals in Dresden verstorben sind, gedenken. Wer ist da bei Ihnen gestorben, wenn ich so fragen darf? Ja, Großonkel und hier, weiterführende Verwandte. Ja. Ist das immer, machen Sie das jedes Jahr hier? Hier nicht, aber im Heidefriedhof zum Beispiel. Was hat Sie gerade heute hierher verschlagen? Ich habe hier bei uns hier in einer Telegram-Gruppe haben wir Informationen bekommen, dass heute halb neun hier eine Veranstaltung sein soll. Oder wollten Sie sich mal selbst ein Bild von machen? Genau. Es ist. Wenn das Gedenken schwindet, dann verschwindet die Geschichte mit ihren unendlich vielen Facetten. Zuerst verschwinden Fotos und Bücher aus den eigenen Schränken. Dann Trauer, Gedenk- und Erinnerungsorte, dann Denkmäler auf öffentlichen Plätzen und am Ende unsere Identität. Gedenken wir still der Opfer, dass sie nicht durch Vergessen, Verdrängen oder Verleumdung ein weiteres Mal zum Opfer werden. Hört die Stimme der Opfer, die uns sagt, vergesst uns nicht, wachst in der Liebe. Danke. Das, dass man bei diesem ganzen Trubel noch so ruhige Worte findet? Schwer zu sagen. Vielleicht eine innere Stabilität. Dann die Erinnerungen von Verwandten, die hier in Dresden dabei waren, von Bekannten, die berichtet haben als Zeitzeugen. Und ja, ich habe mich sehr viel mit Geschichte beschäftigt. Und das ist dann irgendwo der Extrakt daraus und den habe ich versucht weiterzugeben. Ja, ich habe einfach nur versucht, das rüberzubringen, vielleicht auch ein bisschen ein Gegengewicht zu sein, aber sagen wir, so viel Hass und Hetze und auch Lärm und auch Unreflektiertes, das macht einem schon zu schaffen. Dresden mahnt, ja, das ist hier die Veranstaltung, vor der die ganzen Linken mahnen und das hier einen Nazi-Auflauf nennen oder was auch immer. Konnte ich nicht entdecken, waren insgesamt noch sehr ruhige Reden. Vielleicht noch kurz, warum bist du heute hier? Zum stillen Gedenken. Das ist unserer Stadt eigentlich unwürdig. Das mit dem stillen Gedenken klappt ja jetzt gerade nicht. Ja, leider, wirklich. Aber und ich sage euch, in 3-4 Jahren wird es ja noch krasser. Okay? Noch krasser. Also Fadi, okay. Mutti. Dankeschön. Also jetzt wird hier hinten erstmal die Mahnwache durchgeführt.
Die wird noch eine ganze Weile gehen. Es wird keinen Aufzug geben. Das war auch nicht geplant, aufgrund eben des massiven Gegenprotests und der Störungen, die es da letztes Jahr gab. Das heißt, ich nehme ganz stark an, dass die Mahnwache auch bis 21:45 gehen wird, bis dann das Glockenläuten beginnt. Und danach wird es dann vielleicht noch einen kurzen Abschluss geben und dann ist aber hier auch zu Ende. Was sagen Sie zu dem Ganzen hier? Also ich bin schockiert. Also ich habe von diesem System oder von diesem Staat nichts Gutes erwartet. Aber dass es die Stadt Dresden, die Institution, die Polizei zulässt, dass hier Menschen wie in einem Käfig eingepfercht, umringt von einer respektlosen, gewalttätigen, hasserfüllten Masse, die noch scharf gemacht wird von diesen Politikern, von den Liberalen, von der CDU, von den Linken, von den Grünen, von der SPD, habe ich nichts anderes erwartet. Aber ich wollte einfach nur hierher gehen als Dresdner, um meiner Trauer Raum zu geben. Und ich sehe nur ringsherum Hass. Ich bin fassungslos. Das ist absolut fassungslos. Sie merken, ich bin auf 180. Das richtig Makabere ist ja, dass man Sie dann einen Nazi nennt. Ja. Wie sagt man so schön, teile und herrsche. Das haben Sie hervorragend gesagt. Dass die jungen Menschen, die denken noch, die tun etwas Gutes, dann hier stehen und Menschen Gewalt androhen. Das ist uns auf dem Weg hier noch passiert. Und die Polizei hat uns in die Irre geschickt. Ich unterstelle mal bewusst. Und wir sind mitten in die Arme von solchen Gewaltbereiten gelaufen. Und es ist einfach nur schockierend, was hier passiert. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass auch Leute wie Sie, ich weiß, sind Sie von der YouTube. Wir sind gerade live. Ist ganz, ganz wichtig, dass auch die Leute das wahrnehmen, die jetzt zu Hause sitzen und auch sehen, was hier los ist. Es ist unfassbar. Also das ist also eine Diktatur im hässlichsten Fratze. Also das Wort Bananenrepublik ist nicht übertrieben. Nun dürfen wir den deutschen Staat natürlich nicht delegitimieren und das hat ja auch niemand vor. Haben Sie vielleicht trotzdem noch Worte an den Gegenprotest? Ich bin traurig über diesen Hass. Und ich würde mir wünschen, dass er trotz aller Unterschiede einfach diesen Respekt den Toten gegenüber bringt und einfach ruhig sich mit dran beteiligen, gemeinsam, statt zu hassen. Trauerkranz. Für ein würdiges Gedenken in Dresden. Warum sind Sie heute hier? Ich bin heute zum ersten Mal da. Und ich finde es sehr interessant, was hier gemacht wird. Ja. Also, wie gesagt, ist es für mich auch ganz neu hier. Ja. Also, wie gesagt, ja. Was sagen Sie hier zu den Aufeinandertreffen dieser beiden Seiten? Der einen, die ja für ein Gedenken der zivilen Opfer dastehen und die anderen, die eigentlich eher stören wollen? Ich finde es schade. Die hätten mit uns mit, denken können und mittrauern können, aber das sind nicht normale Menschen. Ne? Also, wie gesagt. Wenn Sie sagen, das sind keine normalen Menschen, was sind das für Menschen? Das sind einfach Menschen, die haben keinen Respekt vor so Veranstaltungen einfach. Also, das ist nicht normal. Das ist kein Respekt einfach. Also, wie gesagt, ich bin auch zum ersten Mal hier und finde es sehr interessant. Also, wenn Sie eine Möglichkeit hätten, denen da was mitzuteilen, was würden Sie denn da ganz gern sagen?
würde einfach mal sagen, kommt mal rüber und lauft mal mit und hört euch das mal an. Mehr kann ich da auch nicht sagen. Also. Zu der heutigen Abend hier. Also ich finde es halt ziemlich erschreckend, wenn man jetzt hier die Leute sieht. Ist das so die Art, wie man seine Toten gedenken will? Oder? Die skandieren ja, es gibt kein Recht auf Nazi-Propaganda. Was sagst du dazu? Die Kirche läutet. Ist die Kirche ein Nazi? Oder jetzt so als Beispiel zum Beispiel? Okay. Ich meine, es geht ja hier auch um die Art und Weise, wie man seine Toten gedenkt. Und ich finde das einfach nur absolut, absolut daneben. Es gab vorhin einen Redner bei der Gegendemo, der hatte gemeint, dass man dieses Gedenken abschaffen soll und durch ein Gedenken der wirklichen Opfer des Nationalsozialismus ersetzen sollte. Also die im Holocaust zum Beispiel gestorben sind. Damit spricht man ja allen Opfern in Dresden die Menschlichkeit ab. Das waren dann alles Nazis oder? Ich habe hier jemanden, der hat gerade bei dem Gegenprotest seinen Sohn getroffen. Ja. Was konntest du ihm sagen? Ich habe gesagt, dass er sich vorsehen soll, dass er weder von linken noch rechten Arschlöchern einen aufs Maul kriegt. Ja, in der Mitte stehen zu bleiben ist manchmal schwieriger, als man denkt. Pass auf, es ging ja noch weiter. Wir wollten da vorne, also ich zeig mal, hinter uns halt, durch. Wir wurden daran gehindert. Und dann haben wir beiden, ein Freund von mir und ich, uns entschieden, wir tanzen jetzt einfach mit und rufen mit Nazis raus. Und das haben die uns übel genommen und dann wurden die handgreiflich und dann wurden wir von der Polizei durch die Absperrung hier endlich auf den Platz gelassen, was uns vorher nicht möglich war. Also, es gibt immer einen Weg. Ja, es gibt richtig, immer einen Weg. Also ich habe noch gedacht, so hoffentlich hat uns die Polizei schon gesehen, dass wir hier heile rauskommen. Also oh Mann, die Handgreiflichkeiten waren harmlos. Ich will gar nicht wissen, was hier alles passiert ist heute. Ja, fernab der Kameras und sowas in diesem ganzen Gedränge rund um die Demo drumherum. Ja. Also wenn man hier eine Deutschlandflagge mal in der Hand gehabt hat, sieht man wahrscheinlich schnell ganz alt aus. Regenbogen ist angesagt. Ja, Regenbogen ist das neue Deutschland, glaube ich. Ist die neue Deutschlandflagge. Okay. Sie haben es vielleicht gerade mitgekriegt, die Gegendemonstration warnt vor den gewaltbereiten Menschen hier bei der Demo. Sind Sie der Gewaltbereite? Das ist irgendwie jedes Jahr die einhellige Meinung von den Leuten, dass das angeblich so wäre. Aber wenn man sich hier doch mal umguckt, sind die Leute, die hier auf dem Platz sind, doch eher die Menschen, die ein würdevolles Gedenken wollen und auch eher die ruhigere Ausstrahlung haben als im Gegensatz drüben zu den Party-Peoples. Was meinen Sie, wie viele von den Großeltern da drüben wissen, was ihre Enkel hier so treiben? Eigentlich kann man nur hoffen, dass es die Großeltern nie wissen, weil die würden sich in Farbe umdrehen. Aber es ist eine Schande eigentlich, eher gesagt. Oder ehrlich gesagt. Man kann es sich gar nicht ausmalen an so einem Tag. Wenn Sie Verbesserungsvorschläge hätten für den heutigen Tag, welche wären das? Welche wären das? Zuerst einmal ein würdiges Denkmal für die Opfer, der vielen tausenden Opfer und das nicht nur die Stadt jetzt offiziell mittlerweile immer weiter runterrechnet, sondern ein ehrwürdiges Denkmal für Dresden, wo die Menschen der ganzen Stadt gedenken können an dem Tag. Und vor allen Dingen sollte vielleicht dafür gesorgt werden, dass die ganzen Provokateure oder Schreikinder, wie man sie auch nennen will, vielleicht nie unbedingt in Hör- und Sichtweite sind, um das Ganze zu stören. Also man sieht es, die Demo rückt wahrscheinlich auch langsam ab. Ja gut, das Hau ab gilt wahrscheinlich mir.
hier ist jetzt nichts mehr. Ja. Es bleibt abzuwarten, ob all die Kränze und all die Kerzen diesen Abend hier überleben werden.